Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe zwar gesagt, dass es jetzt mit einem Fahrwerksvideo weitergeht, beziehungsweise mit den Spurplatten, aber mir ist da was über den Weg gelaufen. Und zwar ein Holzlenkrad, und das seht ihr jetzt. Das ist mega geil und zwar spottbillig, gebraucht, klar, ein paar Katschen, konnte man vielleicht jetzt auch im Video sehen, aber im Großen und Ganzen ein sehr guter Zustand und ja, werden das jetzt einbauen und dazu zeige ich euch einmal kurz, was wir dafür alles brauchen. Ja, zum einen brauchen wir einen Imbusssatz für die Schräubchen vorne am Lenkrad, um das hinterher festzuschrauben, eine 24er Nuss, einen Drehmomentschlüssel, eine normale Knarre. Und ich habe jetzt so eine Spitzzange noch genommen, um da die Schraube vom Lenkrad ein bisschen rauszufischen. Da ist noch eine Unterlegscheibe drunter, ich habe mir das alles schon mal angeguckt. Ja, Schraubendreher habe ich natürlich jetzt vergessen, um den vom originalen Lenkrad die Hupe rauszuholen. Aber ich hoffe, das geht mit der Spitzzange. Ja, und dann werde ich euch das jetzt im Zeitraffer mal zeigen, was ich da so mache. Ja, das Lenkrad ist jetzt raus, konnt ihr ja sehen. Hier unten ist der Pluskontakt. Minus gibt es über die Lenkradnabe bzw. über die Karosse. Lenkrad habe ich schon mal rausgehabt, deswegen habt ihr hier die Markierung. Die habe ich mir gesetzt, um das Lenkrad wieder mittig zu schrauben. Ist jetzt für uns irrelevant. Als Tipp wäre natürlich ganz clever, hier ein bisschen Kontaktfett wieder drauf zu machen. Habe ich natürlich jetzt vergessen. Werde ich nach dem Video, weil ich jetzt auch nicht in der Halle bin, natürlich nochmal rausschrauben, nochmal drauf schmieren. Ja, geht jetzt halt auch, muss halt jetzt mal ohne gehen, wa? Ja, so, und jetzt werden wir die Narbe dran schrauben. Da ist drauf zu achten, einen Moment. Bei der Narbe ist drauf zu achten, hier oben gibt es, da steht Top, das muss nach oben zeigen und dieses Pfeilchen da, ja, ist also dann so da drauf setzen. Hier hinten ist der Kontakt für die Hupe. Ich werde es jetzt so machen, da das ja jetzt keine Markierung hat, werde ich das jetzt erstmal drauf setzen, das Lenkrad ansetzen nur, dann das Holzlenkrad draufschrauben, um zu gucken, ob es gerade ist, das Lenkrad. So, wenn, sonst kann man das halt nochmal so den einen oder anderen Zahn verschieben. Ja, dann bis gleich. Ich habe jetzt erstmal zwei olle Schrauben reingedreht. So, und ich finde, das Lenkrad ist sehr gerade. Also man kann davon ausgehen, dass das hier dann eine Flucht ist und gerade man sich das als gerade dann merken kann. Ich habe vorher noch nie so ein Lenkrad eingebaut, deswegen weiß ich es nicht. Muss sowas dann auch austesten. Ja,
Dann werden wir jetzt das nochmal abschrauben, den Hupenknopf einbauen und die mittige Mutter da noch mit dem richtigen Drehmoment anziehen, was in dem Fall 50 Newton sind. Deswegen habe ich den Drehmomentschlüssel dabei. Ja, das werden wir jetzt machen. Ja, läuft. Lenkrad ist eingebaut. Ich bin mega zufrieden. Ich finde dieses Wolfsburg-Emblem, ich finde das mega geil. Das passt super meiner Meinung nach in die Optik hier rein. Das Lenkrad sieht nicht neu aus, hat so seine Macken, aber das hat das Auto auch. Das macht das Ganze authentisch. Das ist schön. Das sieht aus, als hätte es gelebt. Es hat gelebt. Total geil. Ja, wenn euch das gefallen hat, das Video, wenn ihr mehr von dem ganzen Kram sehen wollt, den wir hier so machen, was wir mit dem Auto hier machen und noch anderen Autos, folgt uns auf YouTube, Instagram könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Dort sind ein paar privatere Sachen unterwegs, was wir so im Alltag machen oder was ich so im Alltag mache. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Haut rein!